Hallo, heute ist mal was ganz Besonderes. Ich bastel nicht, ich habe heute Chaka. Mein erstes Shooting im eigenen Studio. Wir haben ein paar Sachen im Wohnraum umgebaut. Ich habe Fantine hier als Model und wir haben schon das erste Set hinter uns. Das zweite folgt gleich. Ich zeige euch mal ein bisschen davon. Dann seht ihr auch ein bisschen, was man hier so im Wohnraum alles machen kann. Hier im Wohnraum haben wir verschiedene Hintergründe, verschiedene Accessoires. Wir haben Sofas, wir haben den dunklen Laminatboden. Das da vorne ist meine neueste Errungenschaft, eine entsprechende Relax-Liege. Die Bilder werdet ihr dann gleich sehen. War etwas schwieriger damit zu arbeiten, aber die Herausforderungen sind ja, dass man sie bewältigt. Das Studio selber sieht natürlich mit seinen vier verschiedenen Tapeten etwas komisch aus. Ein normaler Wohnraum ist das nicht, aber egal. Dort vorne werden wir gleich entsprechend die Aufnahmen machen. Wir haben uns ein Burlesque-Shooting vorgenommen. Das Klavier ist schon entsprechend richtig drapiert. Die Lampen stehen richtig. Die Bilder folgen. Was natürlich in dem Studio ein bisschen schwierig ist, ist der beengte Platz. Wir haben hier ungefähr, keine Ahnung, ich sag mal 70 Quadratmeter, das ist nicht so viel. Das, was ihr dort seht, ist unser Bett und ein paar andere Kleinigkeiten. Die kann man natürlich entsprechend hier hinstellen, wohin man immer will. Jetzt haben wir die zur Seite geräumt, das musste auch sein. Aber zurück zu den Aufnahmen. Nach dem opulenten Set von gerade machen wir es jetzt mal ein bisschen einfacher. Ihr seht hier gerade noch meine Blitze, die hier rumstehen. Davon haben wir immer einige. Wir werden es jetzt einfach rot machen. Richtig rot. Wir haben einen Stuhl, eine rote Wand. Rot kommt am besten in einem Bild heraus, wenn man es rot noch anstrahlt. Wir werden einen Blitz hinten auf die rote Fläche setzen und dann mal schauen, was wir mit Fantine und diesem kleinen leichten Set im Aufbau entsprechend machen.